Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde vom Dicken Igel aus Hack mit Eagle Dynasty. Was ich im letzten Video so ein bisschen vergessen habe, ist nochmal das anzusprechen, dass ich am Samstag, also letzten Samstag, eigentlich streamen wollte mit einem Horrorstream und da sehr kurzfristig abgesagt habe auf YouTube hier. Bei den Community-Beiträgen. Ich wollte nochmal Werbung machen für diesen Samstag. Das ist der 16.3. um 19 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und da werden wir auch wieder ein Horror-Game zocken. Etwas anderes diesmal, nicht wieder das gleiche. Und ich hoffe, ich sehe euch da. Außerdem, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass morgen ein neuer Teil Sengoku Dynasty, jetzt bin ich kurz nicht auf den Namen gekommen, Sengoku Dynasty hat ein neues Update. Wie gesagt, die Entwickler haben ja gesagt, es ist vom Vorteil, wenn man einen neuen Spielstand öffnet und nicht den alten weiterspielt, der kann es zu Problemen führen. Deswegen haben wir ja auch da erstmal pausiert, weil ich da noch nicht so weit war. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei dieser Folge mit Eagle Dynasty. Let's go. Habe ich noch eine Holzhacke? Ja. Reicht das noch, um die Felder, um die Plantage hier schick zu machen? Ich hoffe. Wir gucken mal. Ah! Sehr schön, es hat geklappt. Es hat geklappt mit dem... Mit den letzten paar Prozent Haltbarkeit habe ich das jetzt hier noch fertig gemacht. Ihr könnt ja mal, wir werden das diese Folge nicht machen, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr an Obst gerne hier im Dorf hättet. Also welche Bäume sollen wir hier pflanzen? Stimmt, Gewinnung haben wir ja jetzt auf Stufe 10. Was können wir jetzt noch damit machen? Ich würde den geringeren Ausdauerverbrauch bei Gewinnungsaktivitäten erstmal leveln. Ja, und dann sind wir ja eigentlich schon am Ende. Mehr können wir ja nicht. Mehr werden wir auch nicht. So, ich guck gleich mal, wie viel Kalkstein wir haben, denn wir haben ja ziemlich viel zu verputzen. 160 Kalkstein. Okay, okay, okay. So, die kleinen Häuser hier hatte ich schon alle fertig, ne? Ja, sieht so aus. Okay. Das hier auch. Gut, dann fangen wir mal mit dem hier an. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wenn ich nicht schon eins hätte, würde ich das hier nehmen. Als mein Haus. So. Das haben wir fertig. Sehr schön. Ich beneide die Leute, die hier wohnen dürfen. Ah ja, das Große hatten wir ja angefangen, aber noch nicht fertig gemacht. So, ich hole mir noch ein paar Kalksteine. Stimmt, wir haben Herbst, ne? Wir müssen auch darauf achten, dass wir den Hopfen ernten da oben. Nicht, dass wir den stehen lassen, das wäre ärgerlich. Okay, das große Haus haben wir jetzt auch fertig. Aber für die anderen beiden haben wir jetzt nicht genug Kalkstein. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ja, ich finde schon mal gut, dass wir das große Haus fertig haben. Wie viel habe ich nochmal gebraucht, wenn ich jetzt... wenn ich jetzt hier eine Lampe dran haben möchte... Leingarn, Stock und Leder. Da können wir gleich mal gucken, ob wir davon noch was haben. Dann können wir hier überall mal beleuchten. Leder wird wahrscheinlich ein Problem sein, weil habe ich erst in der letzten Folge wieder eingestellt, dass das vermehrt produziert wird. Wir haben noch ein Problem in der Verwaltung mit einem Feldschuppen. Haben wir wieder Probleme mit Dünger? Ich sag mal, was ist denn jetzt mit Dünger los? Warum haben wir da Probleme? Stimmt, wir haben keinen Dünger mehr, nur noch Dung. Okay, 177 Dünger. So. Oh, wo ich gerade den kleinen Holzdachs sehe. Wir könnten nochmal mit meinem Kind sprechen. Da vorne ist es irgendwo. So. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Kleiner Holzdachs.
Zuneigung plus 3. Jetzt haben wir 9. Schön. Aber an sich hat sie schon gute Werte hier. Naja. Oh, in der Näherei fehlt eine Person. Ist da schon wieder jemand Mutter geworden? Sieht mir fast danach aus. Ah. Dann nehme ich jemanden aus der Schmiede raus. Du darfst bitte in der Näherei arbeiten. Dankeschön. Okay. Eigentlich müssten wir Quests machen, denn wir brauchen Leute. Ich hole mal meinen Horse und dann geht's los. Brauche was zu beißen. Mein Charakter hat Hunger. Okay, das war nix. Schade. So. Einmal an den Drive-In hier. Haben wir zubereitete Mahlzeiten? Nicht so wirklich. Ey, was ist denn hier? Warum machen die keine Kohlsuppe mehr oder so? Ich nehme mir ein paar Honig-Sachen mit. Die waren eigentlich ganz cool, weil die geben ja nochmal... die geben mir nochmal einen Push auf Belastung, auf Tragbelastung. Nein! Ah! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was mit meinem Pferd passiert? Oh, krass. Habt ihr gesehen, das steckte da mit dem Kopf zwischen der Laterne und dem Zaun. Alter. Ich hoffe, dem ist nichts passiert. Nö, geht. Sehr gut. So, ich gucke erstmal hier auf die Anschlagtafel. Nicht, dass wir hier sehr einfache Sachen hier liegen lassen. Hier sollen wir Waffen liefern. Hier sollen wir Leinengewebe liefern. Das sieht sehr gut aus. Das machen wir. Jage 9 Tauben. Jage 4 Wildschweine. Das ist jedenfalls einfacher als 9 Tauben. Das gibt sehr viel Dynastie dafür, was wir da machen müssen. Deswegen nehme ich das auch. Und wir quatschen mal mit jemandem, der hier eine Quest noch hat. So, das ist der Wirt, glaube ich, ne? Kann ich dir bei etwas helfen? Wieder ein Krug weniger. Treiben sich in Piastowia etwa Krug-Kriminelle herum? Scheint so. Wenn ich nur einen von ihnen auf frischer Tat ertappen würde, dann ist es so peinlich. Wenn ich nichts habe, in das Getränke eingeschüttet werden können, weil sich alle Tonkrüge unter unerklärlichen Umständen in Luft auflösen. Vielleicht kann ich dir ein paar neue bringen. Nein, 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 ich will wissen, wohin sie verschwinden. Und wenn ich immer wieder neue Krüge kaufe, macht unsere Schenke mehr Verlust als Gewinn. Vielleicht brauchst du Hilfe dabei, herauszufinden, wer dahinter steckt. Das ist genau das, was ich brauche. Finde diese Bastarde. Wäre ich Kastellan, würde ich eine öffentliche Hinrichtung für sie in Wege leiten. Oder ihre Finger abschneiden. Oder rede besser mit meiner Frau. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Dann werde ich mit ihr reden. Okay, wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Jetzt müssen wir erstmal die Quest verfolgen. Tagebuch. Krugkriminelle. Verfolgen. Gibt aber auch nicht viel Dynastie. Ach, sie ist auch Händlerin. Okay, verstehe. Entschuldige das Verhalten meines Mannes. Die ganze Situation macht ihm wirklich zu schaffen. Vielleicht sollten wir ein paar neue Regeln einführen. Wir können die Gäste nicht dazu zwingen, ihre eigenen Krüge mitzubringen, aber vielleicht könnten sie einen persönlichen Gegenstand am Tresen hinterlassen, den sie zurückbekommen, wenn sie ihre Krüge zurückbringen. Es gibt nichts zu entschuldigen. Eigentlich könnte das sogar eine ziemlich gute Idee sein. Wir werden uns etwas einfallen lassen und danke, dass du dich dazu bereit erklärt hast, uns zu helfen. Wir haben eine Menge zu tun. Schmutzige Teller waschen zum Beispiel. Leider lösen sie die sich nicht in Luft auf.
Ich werde mein Bestes tun, allerdings weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. An deiner Stelle würde ich zuerst mit einigen unserer Stammgästen sprechen. Sulibor kommt beinahe jeden Tag, aber gestern habe ich ihn nicht gesehen. Maslav nimmt oft an Wetttrinken teil. Du kannst außerdem mit Rasiknev sprechen. Der Junge schnüffelt ziemlich oft in unserer Schenke herum. Kinder sehen oft Dinge, die wir nicht bemerken. Ich hoffe, wenigstens einer von ihnen hat etwas Hilfreiches beizutragen. Okay, okay, okay. Das können wir jetzt noch tun, ja. Ich spreche mal mit den ganzen Leuten. Ich wette mit euch, das Kind war's. Oh, hallo, was kann ich für dich tun? Du bist ein Stammgast in der Schenke, nicht wahr? Oh ja. Oh, ich? Nun ja, ich bin, warum fragst du, wenn ich fragen darf? Dann weißt du bestimmt, dass sie ein Problem mit Tonkrügen haben. Mit den Tonkrügen? Ich war's, ich habe einen mitgenommen, lol. Oh, in Ordnung, das ging ja schnell. Ich wollte ihn nicht stehlen, ich wollte ihn nur reparieren. Der Griff ist nämlich abgefallen und ich habe mich zu sehr geschämt, um Roslava zu sagen, dass ich ihn mit nach Hause nehme. Das Problem ist nur, dass ich es nicht geschafft habe, die Schlüsselzutat für den Kleber zu bekommen. Lass mich raten, Honig? Honig, oh, vielleicht könntest du mir welchen bringen. Ei, zum Glück habe ich welchen dabei. Sicher, kein Problem. Zum Glück habe ich welchen dabei, zum Naschen. So, herzlichen Dank, der Kleber wird einige Zeit zum Trocknen brauchen. Könnte ich dich um noch einen Gefallen bitten? Ich bin hergefallen. Gefallen tun ist mein Schicksal, lol. Gut, könntest du ihn zu Roslava und Balin bringen? Ich möchte ihren Zorn nicht begegnen. Vor allem nicht Balims. Geh besser zu Roslava. Sicher, kein Problem. Dann komm bitte morgen wieder. Wir sehen uns morgen. Warte auf den nächsten Tag. Das sind ja richtig, richtig gute Quests. Was könnte ich nicht alles schon in dem Tag jetzt hier heute machen? Ich könnte schon mit den anderen Leuten sprechen. Ach nö. Nö, nö. Wo ist mein Pferd? Wir machen jetzt erstmal die Quests, die von der Anschlagtafel sind. Wir müssen Wildschweine jagen gehen. Wir müssen Holz für eine Palisade liefern. Da gibt es die meisten Dynastiepunkte für. Und irgendwas war es dann noch. Leingewebe sollen wir abliefern. Ja, ja, ja. Okay, verstehe. Leingewebe ist aber ziemlich teuer, um das einfach so abzuliefern. Sage ich euch ganz ehrlich. Aber wir kümmern uns erstmal um die wilden Schweine. So, da haben wir das erste wilde Schwein. Laden. Und Feuer. Hat sich aber auch Zeit gelassen, das wilde Schwein. Könnte da eigentlich gleich ein bisschen Leder von rausbekommen. Muss halt nur noch ein paar Steine und so sammeln. Und Stöcke. So, Schwein, wo bist du? Jetzt habe ich ein Messer. Fünf Leder nur? Okay, okay. Nicht sehr viel. Ich weiß nicht mehr, wo die anderen Schweine waren. Eins gehört. Hallo Schwein. Wo bist du, Schwein? In dem Busch hier? Ach, da.
das ist das einzige Schwein? Mein Kupferbolzen ist weg. Schön. Oh, da sind Dachse. Ein Wolf, der mich verfolgt. Noch ein Wolf. Komm schon. Steig auf das Pferd. Oh Gott. Seht ihr, wie viel Leben ich noch hab? Bin jetzt fast in die Hose gegangen. Ja, hör auf, mein Pferd anzugreifen. Aua. So, hier gab es auch irgendwo Schweine. Erstmal die Armbrust spannen. Okay. So, Schwein Nummer 3. Da vorne ist Schwein Nummer 4. Easy peasy. Sehr schön. Hier gab es irgendwo noch ein drittes Schwein an dem Spot. Aber vielleicht sind nur zwei gespawnt. Das kann auch manchmal sein. Mir ist das immer aufgefallen bei den Wiesentern, dass dann da auf einmal nur zwei standen statt drei sonst. Also es kann auch mal passieren. Einfach zu wenig Tiere nachspawnen. So, okay, jetzt hol ich noch neuen Leinengewebe, dann können wir erstmal schlafen und dann können wir, Achso, warte mal. Wie viel brauchte ich denn an Holz für die Palisade? 9 Bretter. Fünf Stöcke und 5 Holzstämme. Okay. Wir haben einfach 5000 Stöcke. Vielleicht sollten wir an Stöcken ein bisschen weniger machen. Wie sieht es eigentlich mit dem Gewicht aus? Wir haben 4400 von 8000, also das ist, sieht noch gut aus. Achso, Leinengewebe brauchte ich noch 8, ne? Leinengewebe. Okay. Gut, dann gehe ich erstmal pennen und dann reiten wir zurück und erfüllen dann erstmal die 3 Anschlagtafel-Quests und können dann mit dem Typen und seinem Kleberkrug wieder quatschen. So, wir müssen mit dem Dorfvorsteher wieder quatschen. Ach, da ist er. Achso, ist nicht der Dorfvorsteher übrigens, sondern irgendwie sein zweiter Mann oder so. So, hier hast du den Stoff für den Markt. Ich habe die Wildschweine gejagt. Und hier hast du das für die Palisade. Top. So, mit dem anderen quatschen wir jetzt auch nochmal. Achso, mit dem Kind müssen wir jetzt quatschen. Okay.
Es ist etwas Wichtiges. Seine Majestät mag es nicht zu warten. Wo hast du diesen Tonkrug gefunden? Im Gebüsch? Im Gebüsch? Jemand muss ihn dort verloren haben. Der Krug stammt aus der Schenke. Wenn du ihn mir gibst... Nein, das ist mein Kaninchen. Meine Kaninchenprinzessin. What the fuck? Als ich das letzte Mal eines gesehen habe, sahen Kaninchen ein bisschen anders aus. Ganz zu schweigen von Prinzessinnen. Weil sie verzaubert ist. Deine Vorstellungskraft ist zu beneiden, aber der Krug ist Eigentum der Schenke. Gib ihn sofort zurück, keine Widerrede. Viel Verderber, das ist meine Kaninchenprinzessin. Ich liebe sie. Eines Tages findest du ein Mädchen und verliebst dich in sie. Mädchen sind doof. Ich mag Kaninchen lieber. Und du wirst schon sehen, eines Tages breche ich den Fluch und werde Kaninchenkönig. Dann geh wenigstens und spiel mit echten Kaninchen. Nicht Tonkrügen. Jetzt gib ihn zurück und werde ein sehr ernst... Sonst werde ich ein... Was? Oder ich werde ein sehr ernstes Gespräch mit deinen Eltern führen. Ich hasse dich. Und mir ist egal. Mir ist das egal. Gib ihn mir. Okay, okay, okay. Wir haben einen Krug. Wir haben einen Krug. Ach so, verstehe. Jeder von denen hat einen Krug. Ich bringe Ihre Majestät die Kaninchenprinzessin nach Hause. Tut mir leid, aber ich bin nicht sicher, ob ich folgen kann. Ich bin nicht mal sicher, ob ich das tue. Vergiss es. Hier ist dein Tonkrug. Oh, vielen Dank. Jetzt sollen wir mit Potsnumia sprechen. Ach, das ist der Typ hier. Okay. Bist du zufällig? Oh, vergiss es. Jetzt erinnere ich mich. Blass, aber gern geschehen. Hast du öfter solche Gedächtnislücken? Ja, also normalerweise nach einem Besuch in der Schenke. Vielleicht solltest du weniger trinken. Ich trinke nicht mehr so viel, ich bin kein besonders guter Trinker. Trotzdem. Und nichts geht über ein Bier nach einem harten Arbeitstag. Boah. Das Problem ist nur, dass ich viel zu oft nicht in meinem Bett aufwache, sondern vor meinem Haus oder bei den Palisaden. Ich habe gehört, dass ich sogar manchmal nachts zu meinem Marktstand gehe und versuche, meine Waren zu verkaufen. Könnte es sein, dass du manchmal ein paar der Tonkrüge aus der Schenke mitnimmst? Ich würde sagen, das ist gut möglich. Schwer zu sagen. Ich erinnere mich nicht viel. Darf ich nachsehen, ob bei deinem Haus oder deinem Stand welche rumliegen? Sicher. Klar liegen hier welche rum. Schon zwei gefunden. Da. Hier liegt Verdorbenes. Okay. Und da vorne. Und wo ist sein Haus? Kann ich das hier irgendwo einsehen? Ne, die haben ja leider keine Anschlagtafeln, ne? Kann ich ihn irgendwie fragen, wo sein Haus ist? Hi, old friend. Nee. Hat er mir das gesagt? Nee, hat er auch nicht, ne? Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Ach, da. Das scheint sein Haus zu sein. Hier ist ein Tonkrug. Ey, für Leute, die nicht auf die Idee kommen, in diese Observationswischen hier reinzugucken, die müssen sich doch tot suchen. Die müssen doch die Quest richtig hassen. Oder stellt euch vor, die würden hier nicht angezeigt werden in dieser Vision. So, wir haben alle, die er verloren hat. Können wir die abliefern? Why do they need to question everything? It just does. Ich habe ein paar Tonkrüge gefunden.
ziemlich viele, wie ich sehe. Was ist mit ihnen passiert? Wahrscheinlich hat Potsnomir sie... Wie spricht man den aus? Potsnomir. Sie im betrunkenen Zustand immer wieder verloren. So viele? Ich lasse ihn nie wieder ohne Ausnüchterungstrank aus meiner Schenke. Das könnte eine gute Idee sein. Okay. Achso, wir müssen noch mit Maslav sprechen. Der hat ja den geklebten Tonkrug. Weit weg von seinem Hopfenfeld. Warum? Weil er wahrscheinlich hier jeden Job macht. Aber da können wir gleich hier vorne dann... wir haben 10 Probleme. Ich muss mal kurz in die Verwaltung gucken. 10 Probleme sind ein bisschen viel. Okay, wir haben kein Werkzeug mehr in der Mine. Alter. Immer wieder die gleiche Chose. So. Hallo, was bringt dich zu mir? Ich habe gehört, du nimmst oft beim Wetttrinken in unserer Schenke teil. Ich nehme nicht nur teil, ich gewinne. Dann sollte ich dich wohl zu einer Trinkfestigkeit beglückwünschen. Das ist anscheinend nicht der mit dem geklebten Dings. Besten Dank. Und warum fragst du? Willst du dich etwa mit Piastovias Trinkmeister messen? Eigentlich bin ich auf der Suche nach verschollenen Tonkrügen. Tonkrüge? Warum sollte ich irgendwas über Tonkrüge wissen? Was willst du mir unterstellen? Warum wirst du plötzlich so nervös? Ich nervös? Ivo, ganz und gar nicht. Also gut. Oh, schau mal, der Quartiermeister und Barnim. Was, wo? Und du sagst mir, du bist nicht nervös? Schon gut, schon gut. Vielleicht habe ich einen mitgenommen. Alter, wo hat er den hergeholt jetzt? Aus seinem Po? Aber ich gebe ihn nicht zurück. Warum nicht? Weil ich mein letztes Wetttrinken dank dieses Kruges gewonnen habe. Also hast du ihn gestohlen, einfach so? Ich habe ihn verdient. Ich bin sicher, dank ihm werde ich nie verlieren. Ich habe ihn als Preis mitgenommen. Du kannst nicht alles dem Krug zuschreiben. Du hast die Wettbewerbe gewonnen, nicht der Krug. Lass uns eine Abmachung treffen. Wir trinken um die Wette. Oh nein. Wenn ich gewinne, behalte ich den Krug und du wirst Barnim nichts sagen. Wenn ich gewinne, gibst du ihn zurück. Das ist gerecht, so machen wir es. Du siehst, wie ein großer Teil des Biers gar nicht im Mund deines Gegners landet. Achso, wir machen das jetzt schon. Okay, verstehe. Was mache ich jetzt? Benutze ich dieselbe Strategie nur besser? Oder sage ich, du schlüpfriger Bastard, du hast nicht dank deines Tonkruges gewonnen, sondern weil du geschummelt hast. Ich mache es einfach besser. Also das muss ich dir lassen. Du bist ein würdiger Gegner. Nimm den Krug. Ich sehe ein, dass ich gegen dich nicht gewinnen kann. Der Sovias Meister zu besiegen war gar nicht so schwer wie gedacht. Na, jetzt bin ich besoffen. Ist ja übel anstrengend hier zu laufen. Ja gut, es geht. Es geht, aber man kann bestimmt noch betrunkener werden. Da unten wird es ja angezeigt links. Also da ist noch ein bisschen was offen. Gerade mal über die Hälfte. Ey, hör auf nach links zu laufen. So. Völlig besoffen gebe ich ihm jetzt den Krug zurück. Wo war er? Maslav hat ihn als Glückskrug mitgenommen, allerdings hat er ihn zurückgegeben, nachdem ich gegen ihn gewonnen habe. Glückskrug? Glück wird er gleich gebrauchen, wenn ich ihn in erwische. What? Schlecht übersetzt. Wir müssen uns mal unterhalten, aber vielen Dank. Okay. Sollte ich jetzt noch reiten oder soll ich das Pferd zu Hause lassen? Komm, wir probieren es. Oh, wir haben die Windmühle freigeschaltet. Leute, die Windmühle. Krass, krass, krass. Sehr, sehr gut.
Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge, die Windmühle. Ich werde jetzt hier erstmal ein paar engagieren. Was brauche ich? Brauchen Leute mit Landwirtschaft? Erstmal brauchen wir Leute mit Landwirtschaft. Guck mal, die kann alles hier. Na gut. Jagen und Landwirtschaft. Die ist 30 schon. Okay. Unterhalten. Worum bist du besonders begabt? Es macht mir nichts aus, meine Hände spritzig zu machen und mir der Schweiß den Rücken runterläuft. Die Feldarbeit ist eine vielschichtige, herausfordernde Arbeit. Aber am Ende werden wir reich belohnt. Ja. Großartig, wir sehen uns dort. Ansonsten hat hier keiner wirklich was zu bieten. Gewinnung 3. Du könntest... Warte mal. Worum bist du besonders begabt? Ich kann Pilze, Beeren schon aus weiter Entfernung riechen. Das Unterholz kann keine Geheimnisse vor mir. Hat keine Geheimnisse vor mir. Außerdem bin ich eine gute Fischerin. Ja, die will mehr so, ne? Aber wir nehmen dich mal als Gewinnungsmenschen. So. Ihr zwei. Du warst jetzt die mit Landwirtschaft. Du darfst hier drin wohnen. Und arbeiten darfst du... Der hier oben, das ist der Hopfen. Ja. Das ist der Hopfenschuppen. Du darfst im Hopfenschuppen arbeiten und erstmal Hopfen pflücken für mich. Streng dich an. Herbst ist nicht mehr lang. So. Du darfst in dieses Haus einziehen, ja. Und du hast Gewinnung 3 und darfst im Holzschuppen 3 arbeiten. Das ist der, der Brennholz und Dings macht, ne? Ja. Dann gucke ich gleich nochmal in Ostovia. Am See, ob ich da vielleicht noch ein paar finde. Jetzt haben wir 13 Probleme. Hör auf. Grabungsschuppen hat auch kein Werkzeug, ja. Natürlich nicht. Ja, wir brauchen wieder Spitzhacken. Na, in dem Lager gucke ich mal, ob wir was finden, was wir gebrauchen können. Ja, Brennholz, Roggenbier. Freuen sich meine Leute drüber. Was haben wir hier drin? Weizenbrot. Auch nicht schlecht. Bronzeaxt. Ui. Toll, toll. Ach ja, die Holzstämme nehme ich auch mal mit. Das war's anscheinend. Ja, hat sich gelohnt doch, dass ich hier mal kurz gehalten habe. Nein, 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 habe ich jetzt mein Pferd gelöscht? Oh nein, oh. Doch nicht. Ah, hat ein bisschen was an Leben verloren. Aber nicht viel. Geht. So, oh, du bist perfekt, Alter. Oh, it's you again. Worin bist du besonders begabt? Es macht mir nichts aus, dass meine Hände schmutzig werden, bla bla bla, Feldarbeit. Okay, cool, cool, cool. Ich bin gerade dabei, eine Siedlung aufzubauen. Großartig. Gut, gut, gut. Jetzt gucken wir mal, wo haben wir ihn? Du ziehst bitte in dieses Haus. Und machst ich glaube, du arbeitest auch in der Scheune. Ja. Schön. Dann haben wir 3 Leute in der Scheune. Läuft doch.
Die hat auch 3 in Landwirtschaft. Ah ja, ich habe nicht genug Reputation. Have a good day. Na gut. Aber wir haben erstmal 3 neue Leute. Das ist gut. Jetzt reite ich zurück und mache noch schnell Spitzhacken. Irgendwie läuft das nicht so mit den Bronzespitzhacken, ne? Wir verbrauchen viel zu viel Spitzhacken. Wir müssten eigentlich eine Schmiede haben, die nur Spitzhacken macht. Aber ich werde jetzt nicht noch eine dritte Schmiede bauen. So, wir machen jetzt mal richtig, richtig viele Spitzhacken. 60 Stück. 60 Spitzhacken aus Stein. Und da ist der Marktstand. Ja, das war jetzt sehr viel Produktion, was wir da rausgehauen haben. Schön. Da ist der Marktstand. Ja, dann wisst ihr ja, was wir nächste Folge machen. Wir bauen Marktstände. Und wir bauen eine Windmühle. Da muss natürlich auch wieder jemand drin arbeiten. Vielleicht habe ich auch deshalb so ein bisschen mehr Leute für Landwirtschaft gerade eingestellt. Damit wir auf jeden Fall noch jemanden haben, der die Windmühle bedient. Ja, aber ich würde an der Stelle sagen, das war's schon wieder mit dieser Folge mit Eagle Dynasty. Wir haben sehr, sehr viel freigeschaltet. Wir haben ein paar Quests gemacht, 3 neue Leute ins Dorf geholt. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht, den Like unter das Video und vielleicht einen Kommentar, das pusht den Algorithmus. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.